Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwentek-Schmiede. Heute mal, ja, ohne Facecam, weil wir haben diese Runden aufgenommen, als wir draußen ungefähr 36 Grad hatten. Und ich habe mir gedacht, wir machen die Runden, sind alle mit Stadtwache. Ich habe diesen Tag keine Facecam angemacht, weil es ist sowieso schon so schweinewarm, wenn du 6 Stunden nur in deiner Ecke sitzt und Gwent spielst. Und da will ich es nicht noch wärmer machen. Aber ja, heute spielen wir mal wieder mit Shiro. Wir wollten Shiro mal wieder ausprobieren. Weil Shiro eine sehr interessante Karte ist. Ich mag Shiro relativ gerne. Wenn man Shiro mit einem Befehl einsetzt, zerstört er sich selber und alle Einheiten, die dieselbe Stärke haben wie Shiro. Das, worauf dieses Deck setzt mit Isengrims Rat und mit Ruf des Waldes, ist, dass wir Shiro rausholen können mit 5 oder mit 4 Punkten und mit Präzisionsschlag, Bomben, Madoc, Säbelzahntiger, vielleicht sogar ein Teil der Natur Karten in den Shiro-Bereich bringen können. Darauf setzt dieses Deck. Das Problem ist, es ist momentan keine Shiro-Meta. Und wenn keine Shiro-Meta wirklich ist, dann ist dieses Deck nicht gut. Momentan spielen viele Decks sehr aggressiv. Wir haben Shiro nicht gegen jedes Deck getestet, aber schon alleine bei Monstern, die weit über einen 5er-Bereich ausspielen, konnte der Brand manchmal schwer sein. Syndikat kann sich viel verbessern. Es ist dazu noch eine Runde, die erste Runde unbedingt gewinnen muss. Es ist momentan nicht so leicht, viele Karten in den Bereich von Shiro zu bringen, weil dieses Deck setzt natürlich noch eine Menge auf Shiro. Der Rest ist nur Unit. Aber selbst Madoc, wir haben heute gegen die komischen Decks gespielt, aber alle hatten irgendwie eine Antwort auf Madoc. Sogar wir haben Nilfgaard mit Begnadigung getroffen in einem Maskenball-Deck, einfach um Madoc zu klauen, wahrscheinlich weil momentan auch Syndikat Schiff ziemlich beliebt ist als solche Ziele. Und gegen Syndikat wurde Madoc einfach mit einer Philippa geklaut. Das heißt, alles in allem, wenn Madoc geklaut wird, wenn Shiro keine guten Ziele findet, macht das Deck im Vergleich zu vielen anderen Decks da draußen momentan zu wenig Punkte, um wirklich effektiv mit zu sein. Wenn man allerdings einen guten Shiro hinkriegt und die erste Runde gewinnt, kann man auch mit diesem Deck gewinnen. Squirt Hell momentan eh an einer nicht so guten Position, wobei Gabe der Natur ist immer noch ziemlich gut spielbar momentan. Allerdings diese New Unit Fallen oder Shiro Decks funktionieren bei Squirt Hell momentan eher weniger, weil momentan ist halt sehr viel, was sich sehr stark verbessern kann. Und wenn man das nicht aufhält, wird Shiro einen auch nicht retten können. Das ist das Hauptproblem. Von daher ein paar Runden mit diesem Deck gemacht. Erwartet nicht zu viel. Wenn ihr Squirt Hell spielen wollt, wenn ihr einfach nur aus Spaß spielen wollt, könnt ihr es mal durchaus ausprobieren. Wenn ihr allerdings pushen wollt, ist das kein Deck für euch. Shiro ist momentan einfach nicht so gut in der Meta. Aber ja, viel Spaß mit den Runden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Okay, ich mich mal gegen Syndikat. Jackpot Syndikat. I'll do what I can. I do what I can. Gut. Wir legen die Wächter ab. Das ist eigentlich eine ganz nette Starthand. Ich würde vielleicht nur den Gord ablegen. Gord müssten wir dann zwar nachziehen, aber ich möchte ihn erste Runde nicht ausspielen. Wenn er mit Schiff spielt, können wir das Schiff jedenfalls schon mal verbannen mit einer Nordwind. Krakenräuber, okay. Ich glaube, ich spare mir sogar Säbelzahntiger für später auf. Ich glaube, ich spare mir sogar den Säbelzahntiger dann für später auf. Wenn jetzt natürlich Philippa kommt, ist es nervig für uns. Philippa wäre mit einer der schlimmsten Karten, weil er könnte uns einfach den Shiro Madoc klauen. Keine Philippa. Fortunately, transformation robs them of speech. Gucken wir erstmal, was wir so nachziehen werden. Okay, Brokkilon-Wächter, Shiro ist ganz unten, Fluchruf auch, Gord wäre da, wir würden 1, 2, 3, könnten 2 ablegen. Wir würden dann allerdings nochmal 1, 2, ja, wir würden aber wahrscheinlich mal die abgelegt ziehen. Ich will ganz gerne mischen, ich will eine Brokkilon-Wächter nach ganz unten haben. Maxi ist ganz nett im Deck, weil dann kannst du wirklich verhindern, dass du dich mit den Brokkilon-Wächtern bricken kannst, weil du eine nach unten legen kannst. Eine aber nur. Die andere kannst du immer wieder ziehen, da musst du theoretisch höllisch aufpassen. Okay, er benutzt schon Junior. Slow, ain't ya? Mhm.
denke nicht, dass er ein Eichhörnchen hat, weil ansonsten hätte der Junior nicht normal benutzen können und könnte nur eine verbesserte Einheit angreifen. Das heißt, wir müssen nicht fürchten, dass er uns den Chiro vom Friedhof verbannt. I honestly don't know what you think this is, Vagrant. Wir könnten natürlich auch den Horst banishen, dann würde der Ewald weniger Schaden machen, aber der Schaden ist, finde ich, nicht so schlimm, weil wir spielen in der letzten Runde sehr viel immun aus. Und wenn er das Schiff hat, würde ich ganz gerne lieber das Schiff verbannen. Ist Technik. Gut, wir haben nichts zur Reinigung. Aber wir haben Schiff zum Verbannen. Wieso kommt Madoc immer nach hinten? Nose, mouth, any hole will do. Wieso kommt Madoc immer nach hinten? Okay, wir könnten noch mit zwei Karten aufholen. Finally. Faith könnte uns einen Ruf in eine Dunker theoretisch rausholen, aber der Säbelzahntiger würde die Basten natürlich auch alle verlieren, also das ist nicht wirklich toll. Man könnte sogar Dunker überlegen, aus dem Deck rauszustreichen, vielleicht doch eher einen Blockierer zu spielen. Wäre vielleicht momentan sogar besser. Ansonsten muss ich Säbelzahntiger diese Runde opfern. Moin, Old Linux. Wenn er doch hinterlistig ist. Okay, er passt. Dann können wir uns die Runde mit Faith holen. Tal reicht aus. Und wir haben das Same mit Chiro. Müssen wir nur einen guten Chiro finden. Okay, und Chiro sollte wahrscheinlich im Deck drinnen bleiben. Ruf des Waldes. Ruf des Waldes könnte uns eine Essences rausholen. Fluch der Verdorbenheit wäre noch eine wichtige Karte. Wir hätten vielleicht sogar noch die Bombe basteln ablegen sollen, weil ich will den Fluch der Verdorbenheit haben. Wenn er natürlich mit Kopfgeldern spielt, hat er Probleme. Unsere stärkste Karte wird Essences sein, sobald die ein Kopfgeld hat, ist halt, ja... Die wir da nicht zerstören können. Fluch der Verdorbenheit noch gezogen, das ist gut. Will ich wirklich so viele Bomben haben? Ich kann mich jetzt halt wieder bricken, ne? Also ich will nicht nachziehen. Gut, wir spielen eigentlich eine Immuneinheit. Wir haben den Madoc, der die ganze Zeit wiederkommen kann. Und als letzte Karte kommt ein Gord. Wir müssen nur halt möglichst alles irgendwie in den 5-Punkte-Bereich kriegen. They belong to me and me alone. Er bufft Zoll nicht hoch, okay.
verschwendet seine Anführerfähigkeit gar nicht dafür. Ja, wir sind sehr aggressiv, mein Freund. Und für Deeper. Aber wenn wir Madoc verlieren, ist es auch nicht schlimm. I'll never be imprisoned again. Philippa können wir nämlich noch als gutes Ziel nehmen. Wir können die Bomben wegwerfen. Philippa können wir noch als gutes Ziel nehmen für unsere Anführerfähigkeit, um nachher vielleicht zu finishen. Das Finderin. Wechselfinderin ist zwar eine nervige Karte, ich will sie aber nicht unbedingt weghauen, wobei ich weiß gar nicht, ob wir einen besseren Fluch kriegen, je nachdem mit was er spielt. Mein besserer Fluch der Verdorbenheit wäre wahrscheinlich am Ende noch drin. Cool, erstmal das Senses raus. Die kriegt zwar immer ein Kopfgeld, aber sie ist immun. Dann kann sie nicht angreifen. Das heißt, das Kopfgeld bringt ihm rein gar nichts. Spiel den Ziggy. Tu es. Gruselkabinett. Ah, okay. Da ist Ziggy. Jetzt haben wir unseren Fluch. My lads will make sure of that. Fluch! Und jetzt ist sein Caesar auf der Hand auch relativ nutzlos. Now this is a helmet. Allerdings ist Caesar auch ziemlich ätzend, weil er uns aus dem Shiro-Bereich rausbringt. Könnte erstmal die Hitzewelle benutzen. Um ihm halt wirklich gar kein Angriffsziel zu geben. Graydon, Graydon. Per Angusta ad Augusta. Naja, Shiro hat jetzt nicht wirklich den besten Effekt. Shiro wäre 5 Punkte. Wir könnten 2 Karten mit Shiro zerstören, wenn wir es wollten. Das würde Shiro zu einer 10-Punkt-Karte machen. Dafür würden wir aber auch unsere Anführerfähigkeit ordentlich in den Wind setzen. Also ich glaube sogar, es ist besser, wenn wir uns die Dunker holen. Und mit Dunker vielleicht Caesar schwächen. Mystery, okay, er kann ja auch kein Kopfgeld setzen. Dann haben wir gewonnen. Einfach durch Last Say und keine Angriffsfläche bieten. Gut. Ja. Syndikat hat immer noch ein erhebliches Problem, wenn sie Kopfgelder spielen und du gibst ihnen einfach nichts, was sie zerstören können. Deswegen war auch der Sieg erste Runde so wichtig. Aber ja, wir haben halt schon gemerkt, wenn man Jackpot mit Ziggy spielt, ne, und man kann Ziggy komplett... Alter, was ist denn jetzt hier los? Warum kommen jetzt hier zwei Spammer rein? Wenn du wirklich Ziggy
nicht mehr auf dem Feld hast. Wenn du Caesar spielst, ist Caesar meistens keine gute Karte in dem Deck. Er hat auch den Jug gemisst. Also er hat keinen Jug gezogen. Jug wäre wahrscheinlich auch nochmal im Deck drin gewesen. Ich weiß nicht, was er noch gespielt hätte. Philippa hatte er, Junior hatte er. Hexfinderin hatte er. Vielleicht spielt er auch ohne den Jug, dafür mit Hexfinderin oder den Professor ist raus. Eine von beiden wird auf jeden Fall rausgefallen sein für die Hexfinderin. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich so über Nilfgaard beschweren. Also ich treffe nur Jackpot. Ich treffe hier irgendwie nur Jackpot. Ah, jetzt hier mit dem Brocklonwächter eine weitere Brocklonwächterin. Nilfgaard ist auch lustig zu spielen. Es ist halt nur nicht lustig, gegen Nilfgaard zu spielen. Aber so Maskenball macht immer Spaß. Steuer ein Treiber. No, Dwarves do not qualify for childcare tax relief. Das hätte ich ganz gerne eigentlich mal in Deutschland, dass man Zwerge. Ist es in Deutschland möglich, kleinere Menschen unter Kinder abzusteuern? Wahrscheinlich nicht, ne? It's been a long, hard road, hasn't it? Die Kirsche wollen wir auch wegnehmen. Wind whistles, willows whip. Wir wollen sogar mit Faith einen Ruf benutzen, dass wir einen Ruf auf dem Friedhof haben für Waldbeschützer. Der Kloakenräuber. Scheiße. Maps upside down again. Okay, wir spielen mal Dunker aus. Egal was Dunker bufft, das Beste wäre tatsächlich vielleicht sogar Shiro, dass er nicht mit einem 6-Punkte-Shiro rechnet, aus der Waldbeschützer geworden. Wir warten, bis er noch hinten irgendwas Stärkeres vielleicht ausspielt. Zoll wäre eine coole Karte jetzt für uns. Philippa klaut sich Menok. Philippa lag ganz oben. Nee. The object of dark desire. Ich meine, kriegen wir einen besseren Shiro als jetzt hin? Wenn der Menok nicht aktiviert. Ich glaube, einen besseren Shiro wirst du gegen das Matchup wirklich kaum hinkriegen. Who am I to kill? Das sind immer 12 Punkte, die wir wegbrennen. Ja, wir haben heute schon gegen Jackpot gewonnen, Road to Home. Auch ein Maskenballer. Wir müssen die erste Runde halt gegen Jackpot gewinnen. Das ist der Clou, wie man gegen Jackpot gut gewinnen kann. Kommt halt darauf an, wie weit sie erste Runde halt mitspielen oder wie früh sie passen wollen. Move it, or I'll beat you bloody. Die stärkste Karte ist ein Roland. Nehmen wir weg. Wir haben schon häufiger mit Jackpot gespielt, Patten. Siggi haut da auch noch raus. See me smiling. I'm dead serious. Okay. Da Siggi sogar schon erste Runde benutzt, dann wird's interessant. Mathistex purest here is purest in all Novigrad. Okay.
Ich würde natürlich furchtbar gerne noch diesen einen Schuss benutzen, aber wir haben eine von unseren Wächterinnen auf der Hand. Na, was sind deine letzten beiden Handkarten? Was sind deine letzten beiden Handkarten? Das Gruselkabinett. Okay, damit wird er wahrscheinlich die Runde sich holen. Wir haben noch viele Immun-Units. Er hat Junior raus. Siggi ist raus. Da werde ich nicht mehr rankommen. Wir haben noch The Senses, wir haben noch Säbelzahntiger und wir haben immer noch den Gord. Also es sieht nicht unbedingt sehr schlecht für uns aus. Alleine, dass wir eben schon Siggi, Gruselkabinett, Junior und so geklaut haben. Weiterer Tal, weiterer Nordwind. Wir brauchen eine Einheit zum Ausspielen. Aber bitte nicht The Senses. Maxi oder so wäre ziemlich gut. Oh, Maxi. Eichhörnchen wäre natürlich besser gewesen, aber vielleicht will er auch pushen. Ruf des Waldes kann uns immer noch einen Zwerg rausholen. Was Besseres wird es wahrscheinlich nicht. Wir könnten halt versuchen, auf den Gord zu kommen. Okay, aber Gord ziehen wir so nach. Hitzewelle ist noch ziemlich weit unten. Ich würde ganz gerne die Hitzewelle in dem Matchup noch haben. Ich lege mal eine Wächterin nach ganz unten. Hitzewelle wäre echt gut noch. Säbelzahntiger, Eichhörnchen. Gord. Ja, wir könnten uns jetzt halt leicht bricken, aber wir haben die Hitzewelle nicht. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Wir können uns noch einen Zwerg rausholen. Aber wir haben jetzt 3 Karten im Deck. Bei 6 Karten, die nicht gut für uns wären. Eigentlich sogar 4. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir schlechter ziehen, wir haben die Hitzewelle leider nicht. Ist aufgefallen, dass du immer so ziehst, was du ansagst. Woher kommt das? Nein, tue ich nicht, Partner. Das sind immer nur die Karten, die ich immer ganz gerne haben möchte. Das sind nur die Karten, die ich ganz gerne haben möchte, aber nicht die, die ich immer ziehen unbedingt. Weil das Schlimmste, was man machen könnte, wäre vielleicht ein Zoll mit Jackpot und dann wird das Schiff noch in dieselbe Reihe springen. Wir können Zoll nicht aufhalten. Wir haben keine Hitzewelle mehr. Könnte jetzt natürlich auch mit dem Jack beginnen, aber vielleicht hat er auch Jack rausgetan. Hey Ruby! Gellert. Okay. Den nehmen wir ihm weg. Ortschaft, die können wir auch wegnehmen, das Salamandra-Monstrum. Der Säbelzahntiger kann schon nervig sein in manchen Fällen. Okay, das kartet eine Karte. Das stört uns nicht, weil wir haben noch eine Immuneinheit. Das hat er abgeworfen, Fistech. Der Arme. Der Arme. Das Wichtige ist halt das Senses vor Isengrims Rat, auch wenn Isengrims Rat vielleicht mit dem Zwerg für den extra 4 Schaden jetzt nicht gewesen wäre. Aber das Senses fängt halt das Kopfgeld von der Hexfinderin ab.
Ich meine, wir spielen mit so vielen Decks, die Self-Thinning haben, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir halt die Karte ziehen, die wir haben wollen. Ne? Also wenn man sich jetzt auch das Deck anguckt, ich kann kurz die Wache wegmachen, wir haben noch 6 Karten im Deck. Wir spielen schon mit sehr viel Thinning. Ich mag eigentlich Thinning ganz gerne. Oh, Saul, bitte nicht Schiff in die gleiche Reihe wie Saul. Bitte nicht Schiff in die gleiche Reihe, das wäre der einzige... Kriegen wir Saul nicht weg. Jetzt kriegen wir Saul nicht mehr weg. Pleasure doing business with you. Okay, wir verbannen Redania. Perfekter Treffer. Den Säbelzahntiger um. Schuss auf Saul. Und holen unsere Wächter raus. Er hat noch 9 Münzen. Wir liegen allerdings mit 16 Punkten vorne, weil der Säbelzahntiger dreht sich natürlich nochmal um. Und wir haben noch unseren dicken Gord-Finisher mit 13 Punkten. Keine Anführerfähigkeit mehr. Siggi ist raus. Hexfinderin würde kein gutes Kopfgeld setzen, weil das würde unser Immunrache wieder kassieren. The Census ist echt wie so ein Diplomat, ne? Du kannst zwar ein Kopfgeld auf sie aufsetzen, aber sie ist eigentlich so gesehen immun. Okay. Und wir haben noch den Gord. Neun Münzen hat er, 21 Punkte braucht er. Was ist seine letzte Karte? Eine Hitzewelle oder so würde ausreichen, ne? Aber Hitzewelle spielt er nicht, weil Junior. Das ist der Professor. Ah, reicht der aus? Noch 14 reicht aus. Ganz knapp um 2 Punkte. 3 Punkte. Ah, knapp um 3 Punkte. Ja, wir müssen wirklich Last Save kriegen, dass wir ihm eigentlich keine Angriffskarten geben. Oder wir hätten die Hitzewelle gegen Saul gebraucht. Wir hätten Saul sogar noch wegbekommen und ich hätte ihn wahrscheinlich sogar weggehauen, wenn nicht das Schiff in dieselbe Reihe gesprungen wäre. Das war wirklich das Kritische so. Sonst hätten wir gewonnen. Es ist natürlich immer doof, wenn dein Deck sich auf RNG verlassen muss, um zu gewinnen. Aber wenn wir nicht den Last Save kriegen, ist Jackpot halt echt wegen den ganzen Punkten nicht gut. Just great. Blutgeld. Das kann interessant werden. Ich würde Chiron noch ablegen wollen. Mm-mm. This world, only two things are certain. Der ist zwar gebufft, aber wir können ihn nach vorne bewegen. Und dann gibt er keine Münzen mehr. Casino-Türsteher. Säbelzahntiger ist halt echt momentan nicht so toll. Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Säbelzahntiger ist halt, ja. Wir werden ihn trotzdem mal erste Runde benutzen. Es gibt, also gerade mit Nilfgaards neuen Karten, gerade mit den Casino-Türstehern, die momentan sehr häufig gespielt werden, fehlt Säbelzahntiger dann doch manchmal so ein bisschen an Möglichkeiten. Das war gerade ein komischer Bug. Da war gerade die Animation die ganze Zeit in der Karte gefangen. Ich dachte, ich hätte einen Absturz. Okay, er passt. Für eine schlechte Karte auswerfen, Maxi.
Wir ziehen Hitzewelle nach. Gort ist allerdings ganz unten. Allerdings Isengrims Rad auch hoch. Wir werden 1, 2, 3, 2 ablegen. Wir müssen wahrscheinlich die beiden ablegen. Dann hätten wir Shiro nächste Runde. Wir würden uns so hart bricken. Ich würde lieber einen Wächter nach unten legen. Ich würde lieber einen Wächter nach unten legen. Isengrims Rad ist gut. Brockelon-Wächter. Ruf ist gut. Bombe basteln ist nicht verkehrt. Könnte man noch irgendwas... Gibt es irgendwas, was wir ziehen wollen? Hitzewelle wollen wir eigentlich ziehen. Hitzewelle wäre noch eine super Karte. Statt... Ich lege mal eine Bombe basteln ab. Tadel. Wir geben ihm nicht so viele Angriffsziele, das heißt, Bossodi wäre wahrscheinlich nützlicher gewesen als Ewald. Meeresschakal, da auch noch ein paar Karten raus. Off, just take the whole finger. Okay. Wächterin ziehen wir wieder nach. Wir wollen die Hitzewelle ziehen. Giro nicht. Nützimschwumm nicht. Feuerwerker. Also wir können die eine Brocklon-Wächterin nicht ziehen. Und wir könnten nicht wirklich sehr viel schlechter ziehen. Hitzewelle. Ha! Fortunately, transformation robs them of speech. Leider haben wir nur auch Säbelzahntiger schon raus. Zwei Immuneinheiten wären wahrscheinlich besser gewesen, aber ja. It is, wie es ist. Wir hatten schon einen Tadel ausgespielt. Faith ist wieder tot, ne? Habe ich nicht drauf geachtet gerade. Ja, Faith ist tot. Philippa. Power, the object of dark desire. Ja, ist Philippa wieder tot, das ist doof. Wir müssen auch mit Ruf Gord rausholen als unsere letzte Karte. Azajavet. Dafür haben wir unsere Anführerfähigkeit. Und das ist eine weitere 5-Punkt-Karte für Shiro, was schon mal ganz nett ist, weil wir können nicht mehr viel schwächen. Aber der Verteidiger kostet uns natürlich auch einiges an Punkten. Evil's not going anywhere. Eigentlich wäre Shiro auf... Das Problem ist halt, Shiro auf 3 Punkten wäre jetzt eine ziemlich gute Karte. Wir können Shiro allerdings nicht auf 3 Punkte schießen. Wir könnten Shiro mit Ruf des Waldes rausholen. Das Problem ist halt, dann haben wir keine 100%ige Chance auf Gord, weil es könnte auch ein Feuerwerker werden. Die 3-Punkt-Karten ermöglichen uns auch guten Anführer, weil wir haben nur noch einen Schuss bereit. Ja, Faith, statt Faith noch eine Bombe wäre echt gut gewesen. Möchte Faith wahrscheinlich auch ablegen. Möchte sie nicht ausspielen, weil sonst kann er was angreifen. For thy foul deeds thou shalt burn.
Okay, wir können unsere Wächter nicht rausholen, aber dann könnten wir ihm aktuell 3 Fünfer wegschießen. Ist das besser, wenn wir dafür unsere Wächter nicht rausholen? Ich warte auch noch, dass er vielleicht irgendwas Besseres für Fluch der Verdorbenheit ausspielt, weil Sensus hat natürlich sehr viele Punkte. Ich denke, wir werden Shiro jetzt rausholen. No mercy! Oh, how lovely. Wir machen einen Schuss hier. Machen einen Schuss hier. Verbrennen ihm 15 Punkte. Per Angusta ad Augusta. Okay, er hat kein Ziel für eine Anführerfähigkeit. Das heißt, er kann seine Anführerfähigkeit gar nicht benutzen. Und seine letzte Karte ist ein Junior, okay. Fluch der Verdorbenheit war zwar jetzt unnütz, aber... Ja, es ist... Du musst wirklich die erste Runde gewinnen und das Decken muss teilweise auch sehr aggressiv spielen. Momentan bufft sich zu vieles hoch und Säbelzahntiger funktioniert momentan halt auch nicht. Shiro hat echt keine gute Zeit momentan. Man kann zwar noch mit ihm gewinnen, aber entweder man muss wirklich erste Runde gewinnen, was teilweise sehr schwer ist. Madoc wurde uns jetzt zahlreich rausgenommen. Und wir haben auch wirklich gegen wenig, sehr wenig pure Angriffsdecks gespielt. Ne? Ich überlege, ob man vielleicht sogar einen Säbelzahntiger rauspackt, weil Säbelzahntiger ist, wenn immer noch eine 7-Punkte-Immuneinheit, was ganz gut sein kann. Und in manchen Spielen hat das schon ganz gut funktioniert. Ist echt schwierig geworden mit Shiro. Es ist echt schwierig geworden mit Shiro. Fangschaft. What are you doing in my wood? Bunker. Säbelzahntiger zum Anfang ist super. Wir legen mal einen Wächter ab und wir legen mal einen Shiro ab. Die Hand behalten wir, glaube ich, so. Okay, Werwolf. Das ist kein Problem, weil wir können uns Madoc einfach aus dem Deck rausholen. Klaut sich unser Madoc. Das ist schon wieder so doof, ne? The only good Dorn is a dead Dorn. Das ist schon wieder so doof. You mistake stars reflected in a pond for the night sky. Abwurf mit Hahn. Ja, Hahn ist... Kostet zu viel Provision und macht nicht wirklich Gutes. Du musst halt echt Glück haben, dass du vom Gegner eine Superkarte wegwerfen kannst. Kambi ist halt wirklich sehr riskant. The Empire will be victorious. Zerklocking? Warum mischt er uns Faith wieder ins Deck rein? Ist doch gut. Your magic can't harm me. No magic can. Okay, Gord ist ganz unten. Shiro ist auch fast ganz unten. Wir haben allerdings beide Rufkarten schon auf der Hand. Eigentlich könnten wir, 1, 2, 3, ja, wobei, Fluch der Verdorbenheit hätte ich ganz gerne schon unser Senses. Wenn wir jetzt nachziehen, 1, 2, 3, zweimal discarden, 1, 2, 3, zweimal discarden. Wenn da irgendwas, was wir discarden, dazwischen gelegt wird, ist es nicht gut. Würde lieber mischen.
Er wird auch noch eine Cantarella haben, aber Cantarella holt ihm momentan halt nichts Gutes raus. Ich sterbe gerade bei. Ja, es ist ziemlich warm heute. Aber darum spielen wir auch ohne Facecam. Es ist tatsächlich so ohne die Lampen vielleicht doch schon ein bisschen. Oder naja, eigentlich nicht so viel. Your attention, please. I shall now speak. Er hat uns einen Tadel auf den Friedhof gelegt, was gar nicht mal so verkehrt ist. Ist es ein Mildeck? Will er uns millen? Oder ist es ein Kolgrim? Er spielt halt Clogging und Millen, ne? Die Meritiumsbombe, Feuerwerker. Ich glaube, wir passen sogar. Also ich weiß nicht, Wilgefortz ist raus, wenn es ein Mildeck ist, Nova als Carryover, ja. Don't make me love. Gegen Kolgrim haben wir alleine den Fluch der Verdorbenheit. Aber ich weiß nicht, ob es ein Kolgrim sein wird. Spielt halt so extrem merkwürdige Karten. Okay, wir legen dich ab. Wir können schlecht nachziehen. Wir können Chiro nachziehen. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht irgendwie Mill ist. Weil Mill wäre tatsächlich nicht ganz so angenehm. Vielleicht spielt er auch Maskenball, aber dann. Nee, kann er gar nicht. Er hat Cirinova. Auch kein Joachim. Kolgrim Verteidiger wäre noch drin. Kolgrim mit Mill und Clock? Gegen was spiele ich hier gerade? Ich bin hart verwirrt. Am DG. Curious should have turned green, not yellow. Okay, wir kriegen Fäulemacher, er kriegt Nordwind. Unsere oberste Karte im Deck ist also auch ein Nordwind. Ich weiß nicht, ob er mit Kolgrim spielt. Ich habe jetzt Angst, den Waldbeschützer zu hoch zu verbessern. Oh oh. Ich spiele erstmal Feuerwerker aus. Ja, ich habe ja gesagt, wir werden dieses Wochenende auch. Also, wir werden diese Woche auch am Wochenende streamen. Ich habe auch morgen gefragt, weil morgen sind ab 2 Uhr die Top, also die Finalspiele der Top 16, ob wir uns die angucken sollten. Quasi der Qualifier. Wir haben jetzt schon gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen momentan steht. Wars are won with discipline, my lords. Aux. Sometimes I've had about enough. Ich bezweifle irgendwie einen Kolgrim in dem Deck. Und wenn, wird Kolgrim sich nicht hochbuffen. Das heißt, wir hauen jetzt mal die Nova weg. Spielt mit dem Dreier-Hexer-Gespann wahrscheinlich noch. Chiro mit 5 Punkten anzusetzen, könnte ziemlich gut sein. Asaya. Dass ich ziehe wieder ins Deck rein. Nee. Jetzt können wir ein großes Senses ausspielen. Die kann er nicht angreifen. Chiro sieht bis jetzt ziemlich gut aus. Also, keine Ahnung, wenn er Kolgrim spielt, dann mischt er uns halt nur immer mehr Karten ins Deck wieder rein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil Kolgrim macht jetzt einen Punkt pro Runde. Stechung. Kriegt bestimmt Säbelzahntiger oder so. Ja,
krieg den Säbelzahntiger. Okay, Säbelzahntiger ist natürlich sehr nervig. Weil den können wir nicht angreifen. Ich würde aber fast sagen, wobei er könnte auch noch ein Aux haben, ne? Wir könnten rein theoretisch mehr aus dem Shiro rausholen. Allerdings müssten wir dann jetzt eine andere Karte ausspielen. Ich glaube, Shiro ist okay. Shiro ist hier okay. Oh, how lovely it burns. Es sind wieder 15 Punkte mit ihm. Ja, was hast du denn noch? Schichtete Waffen. Wir könnten den Gore theoretisch jetzt als Opferkarte spielen. Oder wir benutzen die Hitzewelle auf den Säbelzahntiger. Ich weiß nicht, ob er was Besseres hat, aber der Säbelzahntiger. Sonst müssen wir halt jetzt Gore spielen, wenn er Gore dann an... Nee, gefällt mir nicht. Utor Gwetz. Er weiß, was unsere oberste Karte ist. Er hat sich einen Bombenträger reingemischt. Don't touch. Those mixtures sustain me. Okay, unser Waldbeschützer. Mein Madoc hat er jetzt ja auch schon aufgegeben. Ich habe keine Ahnung, was er gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, was er gespielt hat. Clock Mill mit Nova? Clock Mill Nova. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie diese. Wo kommen die Punkte in dem Deck her? Ich meine, du verlässt dich halt wirklich zu sehr auf Clogging, ne? Und das wird nicht funktionieren. Egal. Ja, Shiro ist halt momentan echt keine gute Karte. Es gibt zu viel Boosten. Du musst die erste Runde gewinnen. Wir haben mehr mit Shiro verloren, als wir gewonnen haben. Also Shiro ist momentan echt nicht gut. Und das Deck ist halt auch wirklich gleich Brick-anfällig, ne? Es macht gegen Decks, die viele Punkte machen können, nicht genügend Punkte. Säbelzahntiger ist deutlich schlechter geworden, weil Syndikat spielt so häufig mit Kloakenräubern. Nilfgaard spielt so häufig mit den Magiern, die drei Einheiten auf einmal generieren. Und die Ziele für Shiro zu finden, ist auch schwierig. Das Beste, was wir wirklich jetzt hinbekommen haben, waren immer diese 15 Punkte Shiro. Was okay ist, aber Shiro will eigentlich mehr haben. Swarm ist ausgestorben, das heißt, Shiro hat auch schon bessere Tage gesehen. Wir haben nur nie gegen Belagerungsmaschinen gespielt. Dagegen hätte Shiro tatsächlich noch interessant werden können. Das hätte ich gerne probiert, aber wir haben größtenteils gegen Syndikat gespielt. Und da war Shiro einfach kein gutes Matchup.